Ich bin der Florian Stalder und ich habe eine Fettabsaugung gemacht am Bauch und in den Flanken. Meine Beweggründe für den Eingriff sind vor allem meine Flanken, die mich extrem gestört haben. Die sind so gross und feminin und das hat mich jeden Morgen gestört, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Vom Typ her würde ich mich sicher eher als eitel bezeichnen. Mir ist das Aussehen wichtig. Ich bin in der Modebranche. Dann muss auch das Aussehen ein bisschen wichtig sein. Ich habe sehr viele Kleider, tue mich gerne auch unterschiedlich kleiden, je nach Event oder Happening. Ich persönlich habe den Eingriff für mich allein gemacht, weil ich mir mit dem etwas wollte, Gutes tun wollte. Und jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich Freude daran. Und das ist eigentlich wichtig für mich. Ich mache natürlich Sport gleich wie vor dem Eingriff. Ich habe auch versucht, meine Pace zu halten, aber die ist nicht sehr gross. Ich gehe einmal in der Woche ins Bodypump, das ist Group Fitness. Und nebendran probiere ich noch einmal in der Woche mit Fitnessübungen einfach eine gewisse Abwechslung hinzubringen. Wenn ich am Morgen in den Spiegel geschaut habe, dann habe ich immer zuerst gerade meine Flanken gesehen, die mich extrem gestört haben. Zum anderen hat mir auch mein Fitnesstrainer gesagt, dass bei meiner Möglichkeit als Unternehmer für ja, einmal bis zweimal in der Woche Sport zu machen, dass dort wahrscheinlich einfach nicht wahnsinnig viel mehr drin liegt. Das war so eine Kombination auch mit dem Sport. Oder? Wo du sagst, du mühst dir einen ab im Sport, aber die grossen Fettzellen die bleiben und eben, dass die kleiner werden. Und das ist eigentlich dann, was bei mir so richtig schlussendlich Klick gemacht hat. Auch. Und das nachher kombiniert mit dem Beratungsgespräch beim Dr. Häcki, hat mir dann eigentlich am Schluss den Entscheid relativ einfach gemacht. Ja, der Tag der Operation war sehr gut im Nachhinein. Auch ich bin nicht gross nervös, als ich hier hergekommen bin. Irgendwann sind wir in den Operationssaal und dann ist eigentlich alles recht schnell gegangen. Ja, den Dämmerschlaf habe ich auch sehr angenehm empfunden. Ich war irgendwann einfach weg und bin dann nach dem Eingriff auch sehr schnell wieder da gewesen. Ich hatte schon mal eine Vollnarkose und dort ist es meistens so, dass man irgendwo im Spital dann irgendwann im Bett verwacht und gar nicht weiss, wo man ist. Und hier beim Dämmerschlaf bin ich angesprochen worden von einer Operationshelferin und bin eigentlich innerhalb von kürzester Zeit wieder wach gewesen. Und habe dann auch innerhalb von einer halben Minute bin ich aufgestanden und selber aus dem Operationssaal rausgelaufen. Ich fühle mich bedeutend wohler jetzt in meinem Körper. Schon nur, wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, ist es für mich ein himmelweiter Unterschied. Der Bauch ist flächer geworden und das Ganze macht so vom Gefühl her im Moment etwa eine Hosengrösse aus. Okay, man sieht sehr schön, wir können Sie mal die Hände ein bisschen aufheben, genau. Wo wir überall abgesogen haben, das eine sitzt hier bei der Flanke und das andere sitzt hier beim Bauch. Ich mag mich erinnern, dass da extrem ausgeprägt ist auf der Seite und das ist wirklich, also in meinen Augen, wenn man das so zusammenpinscht, hat es da nicht mehr viel unter der Haut. Was man sehr schön da sieht, ist die Regelmäßigkeit. Man sieht keine Dellen. Was man auch schön sieht, ist das sogenannte Body Contouring. Da in der Mitte ist ein bisschen mehr abgesogen worden, weil das tut auch ein bisschen die Längsbauchmuskeln durch das ein bisschen mehr zur Geltung bringen oder besser gesagt simulieren. Also ich habe vielleicht das eine oder andere T-Shirt, das ich heute wieder anlegen würde, das ich vor dem Eingriff nicht angelegt habe. Das schon. Ich muss der Gurt ist ein gutes Argument. Ich kann den Gurt etwa ein, zwei Löchchen mehr anziehen als vorher. Und das macht natürlich auch ein gutes Gefühl.